So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zurück im Nachbericht. Wir gewinnen also unser erstes Saisonspiel, ein wichtiges Spiel auf dem Weg, ja, auf dem Weg durch die Saison, würde ich sagen. Wir holen unseren ersten Pokal hier gegen Borussia Dortmund im Supercup-Finale, setzen uns mit 2:0 durch und die Tore haben Sané und Coman geschossen. Sané auch mit einer Vorlage, Lewandowski mit einer Vorlage, der nicht ganz so effektiv war. Ja, muss aber vielleicht auch erstmal reinfinden. Auch ein Haaland war nicht so wirklich effektiv da vorne. Viel im Abseits gestanden, was ich von Lewandowski jetzt nicht sagen konnte. Allerdings wurde er ja gut verteidigt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, die Abwehr auf jeden Fall können wir allesamt loben hier. Von Richards bis Davis, der jetzt nicht so auffällig war, aber dennoch einen guten Job gemacht hat. Vor allem Upamecano und Pavard, die sich da nichts erlaubt haben gegen Erling Haaland, die den super verteidigt haben. Auch gegen Reus einen super Job gemacht haben, das muss man schon sagen. Ja, schauen wir kurz auf die Statistiken nochmal rein hier. Teamstärken, ja, 878 zu 900, das ist nicht so weit auseinander. Ich denke mal, die beiden Mannschaften sind ja so von der Teamstärke schon so auf Augenhöhe, kann man schon sagen. Genau, wir hatten insgesamt mehr Schüsse, 8 zu 3 Schüsse aufs Tor, 4 zu 1, davon haben wir 2 gemacht. Das ist ganz gut, ne? Schüsse vorbei, 4 zu 2, wir hatten 8 Chancen, Dortmund 3. 3 zu 1 Ecken, 14 Freistöße. Hatte ich echt so viel? Habe ich gar nicht mehr auch so auf dem Schirm. 2 die Dortmunder, kein Elfmeter, Einwürfe 2-2. 10 Fouls hat der BVB begangen. Das muss man schon sagen. Vor allen Dingen Sané wurde auf der linken Seite sehr oft umgehauen. Ja, wenn man das so sagen kann. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht hier, Sané. Immer anspielbereit, setzt sich im Dribbling da sehr gut durch. Hat auch verdientes Tor gemacht und die eine Vorlage. Ja, sehr, sehr gut. Hat mir echt super gefallen. Auch Coman auf der anderen Seite, beide ein super Spiel gemacht. Ballbesitz 50-50, ja, kann ich auch schon bestätigen. Das ist auch okay. Die Dortmunder hatten auch viel Ballbesitz, aber ja, haben nicht so viel zustande bekommen auf dem Weg nach vorne. Ja, das kann man schon so sagen. Genau, schauen wir kurz. Achso, es gibt ja gar keine anderen Ergebnisse. Ich wollte schon sagen, wir schauen mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Aber wir standen ja hier im Finale gegen die Dortmunder. Genau, wir gucken nochmal auf die Stimmen hier. Wir haben das Spiel hinten kontrolliert und nach vorne das Nötigste gemacht. Das war für den Sieg ausreichend. Wir haben einen mehr oder weniger ruhigen Nachmittag erlebt. Das haben wir uns natürlich alles ganz anders vorgestellt. Wir mussten froh sein, dass es kein Debakel gegeben hat. In der zweiten Halbzeit haben wir Schadensbegrenzung betrieben. Marco Rose. Ja, so ist das manchmal, ne? Schauen wir kurz auf das Duell. Kingsley Coman gegen Marco Reus. Coman zeigt eine gute Leistung. Er schoss aber nur ein einziges Mal aufs Tor. Dennoch war er sehr effektiv auf der Rechtsaußenposition. Das muss man schon sagen. 11 Ballkontakte, 5 Pässe, Fehlpässe, okay, ja, trotzdem finde ich, war es jetzt nicht so schlecht, wie es hier jetzt vielleicht dargestellt wird. Deswegen ist das schon okay. Er hat ja auch ein Tor gemacht. Von daher denke ich, ist diese Bewertung nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle eigentlich, ne? Genau, Marco Reus hat eine ordentliche Leistung gezeigt. 14 seiner 16 Pässe kamen an. Okay, ist auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja, Coman spielt ja rechts außen, von daher ist das ein bisschen anders. Der soll ja offensiv nach vorne spielen und dann eigentlich Flanken in den Strafraum reinziehen. Bei Marco Reus ist es halt so, der soll halt seine Pässe spielen in die Spitze und das ist auch vollkommen okay. War auch oft am Ball, muss man sagen, aber hat auch viele Fehlpässe gespielt. Ne? Genau, so. Match-Analyse-Tool, ganz kurz. Durchschnittliche Spitzengeschwindigkeit 9,4, 9,5. Höchste Geschwindigkeit 10,6, 10,6. Okay. Ja, dann war es das ja hier auch schon. Mehr brauchen wir da gar nicht reingehen. Wir gewinnen den Supercup, meine Freunde. Und können jetzt auf jeden Fall erstmal aufatmen nach diesem Spiel, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, so,
Da haben wir ihn. DFL Supercup Triumph des FC Bayern München am 31.07.2021. Gewinnen wir 2:0 gegen den BVB. Sehr gut. So, da haben wir unser Transfer. Waldschmidt ist da. Rücken Nummer 14. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Die 12. Ja, die 14 lassen wir erstmal. Pressekonferenz. Dann sollte das okay sein. So, dann gehen wir mal rein in die. Oder ich möchte erstmal kurz nochmal hier gucken, ob ich nochmal ein paar Spielergespräche führen kann. Mit denen wir es noch nicht gemacht haben. Musiala gibt im Training alles. Tolisso, du hast gut trainiert. Hernandez, sage ich mal, deine Mannschaftsführung ist klasse. Er ist Kapitän, das wundert mich, ja. Da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob das alles so richtig ist. Klostermann. So, haben wir das auch. Verbündete haben wir hier. Pavard und Ulreich. Gnabry und Davis. Neuer und Kimmich. Alles klar. So, ich weiß so. Teamhierarchie wollte ich nochmal reinschauen. Führungsspieler Lewandowski. Den könnten wir eigentlich auch zum Kapitän machen. Auch ein Manuel Neuer, ein Kimmich, ein Müller. Ja. Ich weiß nicht, warum Hernandez da. Wo ist er? Warum Hernandez da Kapitän ist? Ach so, nee, da wollten wir jetzt nicht rein. Aufgaben. Kapitän. Führungsqualitäten. Hat er eine 6? Oh. Sogar vor Neuer, Müller und Lewandowski. Aber ich würde trotzdem auch Manuel Neuer zum Kapitän machen. Thomas Müller als Nummer 2, Lewandowski als Nummer 3. Das ist schon okay so. So, hier machen wir einfach Spieler nach Fähigkeiten sortieren. Bei Ecken genau das gleiche. Die werden meist von Kimmich getreten. So. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir auf jeden Fall mal die Positionen und die Trainingsziele einstellen. Das werden wir jetzt mal eben hier. Ach so, erstmal die Positionen. Davis Linksverteidiger. Pavard Innenverteidigung. Ach so, wir haben jetzt ja immer noch keinen. Ach doch, Klostermann haben wir ja da gekauft. Also wir haben jetzt quasi jede Position doppelt besetzt. Gut. So, Pavard Innenverteidiger. Upamecano, Innenverteidiger, Richards, denke ich mal, mit dem wir auch in die Saison gehen werden, hat jetzt mittlerweile schon eine 76. Kimmich wird zentral spielen, Tolisso auch. Musiala hat mir auch gut gefallen da im offensiven Mittelfeld. So, rechtsaußen. Lewandowski natürlich Vollblutstürmer, ne? Klostermann Rechtsverteidiger. Nianzou. Sabitzer. Goretzka. Serge Gnabry auf rechts. Choupo-Moting. Niklas Süle natürlich Innenverteidigung, Hernandez auch. Ja, bei Saar, da müssen wir nochmal gucken, ob wir den nicht in die Reserve schieben. Da bin ich mir nicht so, noch nicht so ganz sicher. Thomas Müller ist auch eher fürs offensive Mittelfeld gedacht. So, dann haben wir das schon mal durch. Jetzt würde ich gerne nochmal die Trainingsziele einstellen, nur wichtige Fähigkeiten, dass wir die hier einfach einmal durchgehen. Machen wir alle hier mal auf eine 91.
Aber Lewandowski sieht das natürlich schon sehr ordentlich aus hier. Das passt. Joshua Kimmich, Robustheit, lange Pässe, kurze Pässe. Thomas Müller, Dribbling, wichtig. Ich meine, er ist kein technisch starker Spieler hier, ne? Aber dennoch kann man das ein bisschen versuchen zu trainieren. Antritt nehmen wir nochmal mit rein, Ballkontrolle, Beweglichkeit. So, beim Leroy brauchen wir gar nicht mehr so viel machen. Der hat schon sehr gute Werte. Goretzka. Ja, nehmen wir einfach alles mit rein hier. So, Alphonso Davies. Ja, der kann auch ein bisschen nachlegen hier. Gerade auch so defensiv im Zweikampf und in der Grätsche. Flanken kann er sich auch noch ein bisschen verbessern. Ansonsten Schnelligkeit ist er ja schon richtig gut. Coman. So, Upamecano. Was haben wir denn hier? Hat auch schon richtig gute Werte, ne? Manndeckung eine 85, Sprungkraft nehmen wir noch mit rein, Zweikampf. Kann im Antritt noch ein bisschen besser fungieren. So, Hernandez auf jeden Fall, im Antritt muss er sich verbessern in der Sprungkraft. Und er muss ein bisschen robuster werden. Manndeckung und Zweikampf nehmen wir noch hinzu. So, Süle, der auch nicht der schnellste ist, ne? So, Sprungkraft. Er ist ja schon recht groß eigentlich. Sabitzer, von dem ich jetzt, also den ich noch gar nicht so krass ins Auge gefasst habe, muss ich sagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie der sich hier überhaupt entwickeln wird. Da habe ich definitiv in Zukunft auch ein Auge drauf. Bin ich sehr gespannt, was mit ihm da auch von den Stärkepunkten passiert und ja, gucken wir mal, ne? Pavard kann auf jeden Fall auch am Antritt ein bisschen was machen. So. Tolisso, kurzer Pass, langer Pass. Ballkontrolle, Ausdauer. Choupo-Moting, dem können wir, glaube ich, nicht mehr so viel beibringen mit 32, aber dennoch nehmen wir das trotzdem mal mit rein hier. So, Richards. Bisschen auch was für die Defensivarbeit tun. Schnell ist er ja schon. Ausdauer, Antritt nehmen wir trotzdem nochmal mit. Saar lassen wir erstmal außen vor. So, Nianzou. Robustheit. Sven Ulreich. Auch mittlerweile ja schon 32. Da muss man in Zukunft auch schauen, dass man da vielleicht ein Früchtel aufbaut, dass man den in die erste Mannschaft dann auch holt. Mal gucken, was in der Zukunft passiert. Grätsche, Flanken, Klostermann, ja. So, Waldschmidt. Kopfballpräzision kann er sich ein bisschen verbessern. Antritt, Schnelligkeit ist auch nicht der schnellste. Ne? Torricher kann er ein bisschen ausbaufähig. So, und dann haben wir das auch schon. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hier ganz kurz die Positionen durch, ob wir jetzt überall auch doppelt besetzt haben. Pavard, da haben wir 5, glaube ich, ne? Ja, ist, glaube ich, auch einer zu viel hier. Denn so könnten wir eigentlich nochmal
Wie lange ist Hernandez jetzt verletzt? Bis 20.08. Okay. Nianzou könnten wir nochmal, beziehungsweise könnten wir verleihen. 19 Millionen, verkaufen würde ich den ungerne. Machen wir mal 9 Millionen, 100% Gehaltsübernahme. Da gucken wir mal, ob da jemand interessiert ist. Obwohl, jetzt haben wir das Problem hier mit Saar, den ich gerne in die zweite verschieben würde. Jetzt haben wir nur Klostermann da auf rechts. Was haben wir hier noch in der zweiten? Ein Brückner. Achtzehn Jahre alt, eine 60. Boah, hat jetzt auch keine überragenden Werte, ehrlich gesagt. Das heißt, wir werden das mit Nianzou doch lassen. Wir werden den nicht verleihen. Von der Transferliste nehmen. So, dann wird Pavard doch auf die rechte Seite gehen. Machen wir das so. Dann haben wir rechts nämlich auch mit Klostermann und Pavard zwei gute Leute und haben dann vier Innenverteidiger: Upamecano, Hernandez, Süle und Nianzou. Das passt. Zentral haben wir Goretzka, Sabitzer und Tolisso und Kimmich. Das passt auch. Vier. Jeweils doppelt besetzt die Position. OM haben wir Müller und Musiala. Das passt auch. Sané, Gnabry, Coman. Sprich, uns fehlt noch ein Linksaußen. Gut, und drei Stürmer ist auch vollkommen okay. Choupo-Moting, Sturmtank. Doch jeder eine andere Eigenschaft hier, ne? Spielertyp Dribbler. Lewandowski, Strafraumstürmer. Na jawohl. Super. Gut. Sané geht steil. Da bräuchten wir vielleicht nochmal einen Dribbler oder was? Gnabry geht steil und Coman ist, glaube ich, Dribbler. Jawohl. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Linksaußen. Und dann haben wir es eigentlich. 5,8 Millionen haben wir jetzt hier noch. Ist nicht mehr viel. Genau, Waldschmidt haben wir ja bekommen. Wir können noch mal ganz kurz hier reingehen. Denn der Vorstand erlaubt uns noch eine Budgeterhöhung von 19 Millionen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das würden wir auf jeden Fall nehmen. Denn dann hätten wir noch ein bisschen Puffer, ne? So, jetzt haben wir nämlich 24,3 Millionen. Sehr gnädig auf jeden Fall von dem Vorstand. Wir machen eine Mitgliederkampagne hier. Und dann können wir nochmal gucken nach einem Linksverteidiger. Beide Nationalität. Sprache sollte schon Deutsch sein. Ab 75, ne? Alter, sagen wir so bis 27 ist schon okay. Nur realistische Transfers, nur beste Position, auf geht's. So, was haben wir denn hier? Wir haben Gosens, Max und Sosa. Was ist denn Sosa für einer? Kroate, okay. Max, vielleicht können wir den jetzt holen. 27 wäre perfekt, ne? Gosens kostet, glaube ich, ein bisschen viel. Hat auch keine Ausstiegsklausel oder eine feste Ablöse. Schade eigentlich, der würde mir am besten gefallen. Kostet aber zu viel. Können wir uns nicht leisten. Max, 27. Wird dann 28. Ja, kann locker noch so 2, 3 Jahre spielen. Ist in einem guten Alter eigentlich. zweiundzwanzig Millionen sofort. Ah nee, das ist Linksverteidiger, bin ich. Hä? Wie komme ich denn jetzt darauf, dass wir einen Linksverteidiger suchen? Ich bin ja auch schlau hier. Abbrechen. Wir brauchen doch einen Linksaußen und keinen Linksverteidiger. Linksaußen, so.
Da haben wir Julian Draxler und Julian Brandt. Ja, ist jetzt aber auch nicht das, was ich möchte, ehrlich gesagt. Dann müssen wir nochmal das so machen. Sprache alles und so, was haben wir denn hier? Draxler. Obwohl Draxler jetzt ja auch gar nicht so schlecht wäre. Rashford, aber die sind alle zu teuer hier. Müssen wir weiter runter scrollen. Was haben wir hier? Gakpo von Eindhoven, 22 Jahre jung. Hat eine 75. Ist ein Niederländer. Nervenstark. Gar nicht mal so schlecht, ne? Packen wir mal ins Blickfeld. Julian Brandt. Ah, nee. Martinelli ist auch ein super Linksaußen, der Italiener. Den könnte ich mir ausleihen. Geht das? Könnte ich auf 2 Jahre ausleihen. Wäre ja eigentlich gar nicht mal so dumm, ne? Denn das ist ein super Mann hier auf Linksaußen. Safe, ne? Hätten wir auf jeden Fall eine ordentliche Alternative hier zu Leroy Sané. Der Verein möchte, dass der Spieler Matchpraxis sammelt. Also ist dann ohne. Ach so, doch, mit Kaufoption sogar. Aber ich glaube, die war hoch, die Kaufoption. Bin ich mir sicher. Aber ist ja eigentlich egal. In 2 Jahren können wir ja dann immer noch schauen, ob wir wen anders verpflichten. Ich denke, wir machen das. Das ist eine gute Sache. So, dann haben wir auch unseren Linksaußen und sind dann somit auch mit der Kaderplanung durch. Haben wir das auch soweit erledigt. Ich würde jetzt noch mal gerne in die zweite reinschauen, die natürlich auch hier voll besetzt ist. Da würde ich gerne noch mal den ein oder anderen Spieler verkaufen. Stanisic, ach ja, den können wir noch verleihen, okay. Können wir alle nur verleihen hier. Boost, Timo Kern haben wir schon, glaube ich, draufgesetzt, ne? Den können wir noch mal anbieten. Rocker. Scott 19, hier den möchte ich gerne noch loswerden. 1,5, mal machen wir mal 2. Feldhahn bieten wir noch mal an. Jan Herrmann, 290.000. So, das muss doch machbar sein, hier noch ein paar Leute loszuwerden. Saar könnten wir verleihen vielleicht, weil wir den eigentlich nicht brauchen. 29, hat bis 24 Vertrag. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht nochmal verleihen können. So. Haben wir das auch? Das war mir auf jeden Fall noch wichtig, dass wir das nochmal durchgehen hier, die zweite Mannschaft. Denn aktuell würde ich gerne den Fokus erstmal auf die erste Mannschaft legen. Und ab der Winterpause werden wir uns dann auch mit der zweiten so ein bisschen beschäftigen. Ja, und auch natürlich mit der Jugendmannschaft. Wo auch ein paar Jungs hier auf dem Sprung in die zweite sind, definitiv. Das sieht sehr gut aus. Ja, dann
würde ich sagen, gehen wir noch mal hier einen Schritt weiter. Zuschlag für den FC Bayern München. Luca Waldschmidt unterschreibt zur Freude der Schickeria. Dreijahresvertrag, 14 Millionen, da kann man nicht meckern. Das ist vollkommen okay. So, was ist hier noch durchgegangen? Nacho. Keine weiteren größeren Transfers hier. Jedenfalls nicht innerhalb Deutschlands. Okay. So, Bounassar, da kommt ein Angebot rein vom FC Metz. Die wollen den ausleihen. Na, ist okay. Dann ist er wenigstens weg. Feldhahn unterschreiben. So, Martinelli steht unter Vertrag. Sehr gut. Talentsucher. Ne, nichts für uns. Brauchen wir nicht. Und Mannschaftsführung findet großen Anklang. Das freut mich. Saar wird ausgeliehen. Sehr gut. Standesgemäße Vorstellung. Ja, Freunde, dann sind wir erstmal durch. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Bleibt gesund. Ciao, ciao.